Hallo anderer Gua, der nicht Rappi ist. Weil er wild ist, aber du kannst mir, ne? Alles geben, was du besitzt. Was nicht gerade viel ist, weil er nur seine Haut besitzt. Müsste das Arschland nicht eigentlich leergefegt sein, weil ich letztes Mal hier durchgelaufen bin? Jetzt laufe ich. Jetzt levitiere ich. Nur fliegen ist schöner, deswegen benutze ich nur noch Levitation, ne? Und dann heule ich in Oblivion und Skyrim um. Wieso gibt es keine Levitation mehr? Heul, 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 heul. Ja. Natürlich war ich schon so schlau und hab mir vorher geguckt, wo, ne, ist. Das war hinter diesem Bergchen. Irgendwo in der Westspalte. Hallo, Mr. Cliff Racer. Was sind Ihre Motive? Ja, ich will spielen, ich weiß. Eine Detra-Ruine. Du bist nicht Mama Ea. Oh, du bist eine Edgebulle. Das Teil ist vollgestopft mit Edgebullen. Sowas, wenn er auf mich zukommt. Böse! Ich muss gerade von Mr. Edgebulle. Ne? Es tut mir leid! Ja, es tut mir ja leid, Zuschauer. Ich bin auch nur ein, ne, ein armes, kleines Etwas mit Ängsten. Ich weiß, dass ich ein feiges Huhn bin. Braucht ihm hier nicht zu sagen. Und ich stehe dazu. So, nur ein toter Netschbulle ist ein guter Netschbulle. Besonders wenn er ausweicht. Oh Mann, diese Leveled Creatures. Wieso müssen sie zu Netschbullen werden? Lass mich raten, da vorne ist Mama Ea. Wo der Netzbulle rumfleucht. Spiel, ich hasse dich. Habe ich dir das schon mal gesagt? Angruft, ja. Morrowind, das Tomb Raider. Mann, Netzbulle. Er will nicht sterben. Weil ich zu weit weggegangen bin. Sterb. Sterb. Dass du so nah am Eingang liegst. Ist das überhaupt Mama Ea?
Natürlich ist das Mama eher. Tu was? Ich bräuchte einen Telekinese-Zauber, um das Ding da wegzubekommen. Einfach nicht hingucken, einfach nicht hingucken, einfach nicht hingucken. Ich hasse Bethesda dafür. Stirb, Abschaum. Stirb selber. Scheiß Träumer. So, da werde ich nicht mehr rausgehen. Nein. Ganz sicher nicht. Ja. Hallo. Kann ich dich dadurch töten? Nein, natürlich nicht. Ja, ich bin irgendwie drinne. Das ist doch mal schon mal ein guter Anfang. Und was habe ich vorhin noch zu Rappi gesagt? Was habe ich vorhin noch zu Rappi geschrieben in Skype, hä? Warte, ich muss gerade mal hochscrollen. Er hat mir gefragt, wie es mir geht. Dann habe ich gesagt, momentan noch gut. Aber sobald dann die Netzbullen nachher auf mich herabregnen, ne? Und was ist passiert? Ich hätte es nicht beschwören dürfen. Rappi, wieso lässt du sowas zu? Gehst du von der Tür weg? Ihr seid geschlagen. Ich bin gar nicht geschlagen. Geschlagen, Moment mal. Ich muss doch sogar da raus. Nein. Ich muss sie doch raus eskortieren. Manchmal hasse ich wirklich das Spiel. Egal. Einfach nicht mehr dran denken. Du musst einfach nur so lange rasten, bis die Leiche verschwindet. Ja, Chicken. Ja, Lars, Zombie. Hallo, Korpuswandler. Ja, so gehe er doch von der Tür weg. Also wirklich? Schämst du dich nicht? Ach, diese Infizierten heutzutage. Stirb, Abschau. Stirb selber. Falle. Was glaubst du, er? Du alter, dätricher Schlüssel. So, wir waren gerade dabei, diese Türe zu öffnen, als mein Spiel abgestürzt ist. 5 Minuten vor Aufnahmesessionende. Hättest du nicht noch ein paar Minuten warten können, Spiel? Du hättest gerne abstürzen können, nachdem die Aufnahmesession fertig war, weil... So macht das doch irgendwie keinen Sinn. Meine ich nur. Oder? Ah, erleuchteter Schläfer. Au. Chi. Bauchi. Bauchi. Böse. Ich brauche Ablenkung. 43 Mana habe ich noch. Dass du da stehen bleibst. Weißt du das?
Echt nett von dir. Dass du nicht hinterherkommst. Egal. Darf ich rasten? Ich darf rasten. Das ist gut. So. Da geht's hoch hinaus. Habe ich das Gefühl. Aber hier oben ist nicht wirklich etwas. Bethesda, versteckt doch nicht Sachen oben. Warum versteckt ihr denn keine Sachen da oben? So hätte ich fragen sollen. Da hieß nicht. Ging es da hinten noch weiter? Yep, ging es. Ach, sieh an. Sieh an. Aschesklave. Das hast du auch mit Absicht gemacht, ne? Dass du hier genau standest, wo das Teil mich blockiert hat. Ach, Chicken, du müsstest trinken mal zu einem Seelenklempner. Eine Therapie machen. Für Netzpolen. Heiligtum der schwarzen Hoffnung. Sollen wir das jetzt Hoffnung machen? Oder wie? Stirb, Abschaum. Das erste, was ich zu hören bekomme, ist Stirb, Abschaum! Ja. Was hat Hoffnung mit dem Tod zu tun? Ja, der Tod gibt einem Hoffnung auf Erlösung. So, dich habe ich jetzt erlöst. Ich verteile ein bisschen Hoffnung unter den Leuten hier. Und das können Sie auch haben, liebe Zuschauer! Fahr doch zur Hölle. So, ich geb dir Hoffnung. Hoffnung! Hoffnung für die Menschheit! Wieso nehme ich eigentlich dann Fleisch mit? Jo, 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 jo! Was bist du denn für ein Träumer? Wieso trägst du Rüstung? Träumerwache? Schlüssel, lass mich raten. Der führt... Wieso stecke ich eigentlich die Schlüssel dahin? Als ob ich sie esse. Weil wenn man ja was isst, macht man ja auch so. Und die Schlüssel tue ich auch so. Wieso? Will ich Schlüssel essen oder wie? Naja, eins könnt ihr mir aber da nicht verhelligen. Die sind sehr eisenhaltig. Und mit dieser kleinen Tatsache verabschiedet sich Chicken dann für diese Woche. Ja, irgendwie habe ich gerade jede Menge Spaß, auch wenn da draußen Netzbulle auf mich wartet. Aber egal. Ich werde rasten und rasten und rasten, bis seine Leiche weg ist und die Sonne wieder scheint. Denn wir sind hier im Heiligtum der schwarzen Hoffnung, also muss es doch uns irgendwie Hoffnung geben. Ah. Bis dann, Leute. Tschüss.